So. Aua. Boah, muss ich viele Pfeile verballern für. Perfekt. Fast 2 Minuten besser. Gut gemacht. Und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Du hast für Daidagos insgesamt 3 Minuten 11 gebraucht. Ah, hast einen Rekord gebrochen, nimm dies. Ja, wenn man Rekordbrecherarbeiten machen will, dann sollte man immer, also wenn man sowas machen will, dann sollte man immer nur ganz, ganz wenig im Rekord brechen, sodass man den wieder brechen kann für Punkte. Aber wenn es einem nicht drauf ankommt, dann ist es ja egal. Fortfahren. So. Oh, hat er mich trotzdem noch gehauen. So, ich renne mal hoch und mit einer Bomben. Ah, guck mal, die sind sogar existent geblieben. Hätte man sich hier hochheilen können. Hätte irgendwie gedacht, dass das nicht so ist. So. So. Was? Habe ich ihn nicht in 2 Runden geschafft? Wie traurig. Hat mich auch gewundert, dass das funktioniert. Lusch. Blöd, Mann. Ja, aber die Reihenfolge ist immer die gleiche, je nachdem welchen Anfangsboss man wählt. Ja, weiß ich wenigstens, was ich mich gefasst machen kann. So. Ich möchte fortfahren. Nach dem Kampf können wir dann auch endlich Ranel verlassen. So. Na. Das ist lächerlich leichte Verletzung zur nächsten Phase von dem Viech. So.
Puff. Ach ja. Ach, da bist du erst. Nur zwei. Aber nach dem vierten werde ich das Herzteil. So. Na mal, komm, von unten. Motionsteuerung ist ganz nett, aber Kamerasteuerung finde ich besser. Also eine Kamera, die fixiert ist auf einen, auf das, was man halt in der Hand hat, sondern auf so einen Stick in der Hand, der halt dem Schwert ähnelt und der halt die Moves komplett scannt, dass er die auch 1:1 übernimmt. Das ist, glaube ich, die beste Taktik, um ein Schwert zu führen. Und also wirklich authentisch ein Schwert zu führen. Geh wieder auf die Zeit. Und das war jetzt blöd. So. Das ist aber langsamer. Ein C reicht, um Energie zu erzeugen? Krass. Puff. So, können wir die Zeit schlagen? Ja, knapp. Aber mit dem Bogen auch wieder raus, durch die zwei Bestzeiten, die wir geschlagen haben. Haben wir das Geld für den Bogen wieder. Katz. Splush. Gut gemacht. Und wieder einmal konnte ich Zeuge eines erstklassigen Kampfes werden. Du hast für den Verband insgesamt 2 Minuten 17 benötigt. Gut gemacht. Dafür hast du dir einen Rekord, dass du deinen Rekord gebrochen hast, hast du dir eine Belohnung verdient. Danke sehr. Wenn du jetzt aufhörst, erhältst du von mir ein Herzteil. Hörst du nach dem nächsten Kampf auf, gibt es da auch noch Rubine. Was machst du? Ich möchte aufhören. Ich verstehe schon. Man muss es auch nicht übertreiben. Ein toter Held vollbringt keine Heldentaten. Du hast dich trotz allem selbst übertroffen. Dafür bekommst du, wie versprochen, das hier. Jo. Wenn dir der Sinn nach einem weiteren Kampf steht, schau ruhig hier bei mir, wieder bei mir vorbei. Bis bald. Okay. Danke für die coolen Sachen. Bye. Okay. Ins Wolkenmeer reisen. Ja, dann können wir jetzt direkt nach Firon. Direkt nach Firon. Ah, Leute. Wusch, wusch. Also langsam. Ich würde nicht sagen, neigt sich das im Finale zu, aber
Wir haben schon eine Menge Sachen geschafft, Leute. So. Jetzt kommt eine Quest, die ich so gar nicht mag. Oh, die ist blöd. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Sobald zum Schlone hat anscheinend eine Veränderung stattgegeben. Ja, wissen wir. Ja? Stell dir mal vor, Bardo hätte die Frucht von den Dingens gegessen. Der war all die Mühe umsonst gewesen. Hey Bajim, gibt's denn das? Dieser Kerl ist schon wieder zurück. Einen Moment, ich bringe mich schnell in Stellung. Ich frage mich, was das jetzt ausgelöst hat. Die zweite Stimme? Oder dass ich dort gelandet bin, anstatt beim anderen Ausgang. Keine Panik. Du kennst ja mein mächtiges Katapult bereits. Sobald wir, solange wir das haben, kann uns dieser Koloss keine Angst einjagen. Dieser Kerl ist wirklich mein Schicksalsgegner. Hey, Bajim, pass auf, dass er nicht, dass er mir nicht zu nahe kommt. Ja, klar, normal. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber gut, machen wir halt nochmal einen Verband. Wie viele Pfeile haben wir denn? 6. Boah. Naja, haben wir erstmal die Hinterhaken blobbelst, dann ist es alles okay. Der Verband. Alter. Ist ja schon wieder der Kerl. Wir sind gleich nicht klein zu kriegen. Wir machen es einfach wie beim letzten Mal, was? Jo. Was ist das denn für riesige Viecher? Da muss ich Bardo ja benutzen. Nein. Voll versemmelt. Ich glaube, das können wir jetzt sogar verkacken. Ah, schön. Kräftig genug, um die Blobbles mit einem Schlag zu zerstören. So, ich hoffe, das hält ihn ein bisschen auf. Scheiße. Okay, Bardo. Zum Glück. Oh Mann, warum bin ich so weit weg? Oh, puh. Ups. Ich habe gar keine Chance, da ranzukommen. Komm, ein Blobbel noch. Ah, puh. Ich glaube, Bardo gleich beim nächsten Blobbel schon holen. Oh Gott! Das war ein denkbar beschissener Punkt zum Umfallen. Boah.
Oh, was hat er jetzt denn vor? Was? Jetzt fliegt er auch noch? Ich glaube, er will direkt zum Tempel. Jetzt holen wir den Kerl vom Himmel. Ja, wenn wir das nicht schaffen, haben wir verkackt. Boah, das war knapp. Mein Katapult hat mal wieder seinen Zweck erfüllt. Und jetzt auf ihn, beeil dich. Schnell. Ah, geschafft. Und er fliegt wieder. Oh oh. Ah! Was ist das? Das Beben hat den Weg verschüttet. Ich komme hier nicht weiter. Was tun wir jetzt? Ah! Baitim, steigt zum Tempel hoch und kommt dann schnell hierher. Okay. Siegeloma guckt zu. Hey Baitim, ich habe alle meine Bomben aufgebraucht. Jetzt bleibt nur eins, Baitim. Du musst dich direkt auf seinen Kopf schleudern. Beeil dich. Das ist der einzige Weg. Oh Gott. Gut, bist du auf dem Katapult, ziele auf den Siegelstein auf seinem Kopf. Habe ich jetzt verkackt? Ich glaube, ich habe verkackt. Gott, ich habe mich genau auf die falsche Seite teleportiert. Ja, ich habe verkackt, der ist ja gleich da. Game over. Ja, bitte. Oh, auf den letzten Wurf verkackt. Oh, Mann. Wie doof. Okay, nochmal. Ah, ich kann es abbrechen, schön. Ja, diesmal mache ich direkt Bardo. Aua. Ey! Du warst Schweif am Ende. Jetzt haut er mir auch noch weg! So, erstmal nach vorne. Ach, das Ding hätte ich nutzen können! Ja, das hätte mir auch mal jemand sagen können. Okay, Bardo's ready. Ich auch. Und hört er doch noch hinten ein? Ich dachte, den hätte ich auch weggemacht schon. Oh! Wieso muss ich jetzt nicht mehr an ihm vorbeilaufen? Das ist ein Vorteil.
So. Na komm. Schön reinkloppen.